Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie begrüßen zu einer weiteren Ausstrahlung von Weltwoche Daily Spezial. Wir überraschen uns ja immer wieder mit neuen Schauplätzen, die wir ausgraben und wo wir uns wiederfinden. Und heute bin ich aus beruflichen Gründen in Dresden und ich gebe es hier zu, auch zu meiner eigenen Schande ein bisschen. Das ist das erste Mal, dass ich in der wunderschönen Stadt Dresden im Freistaat Sachsen bin. Und dieses Dresden, ich habe erst ein paar Eindrücke gewinnen können, ist für mich so etwas wie die Hauptstadt der deutschen Romantik. Wunderschön, wenn Sie der Elbe entlang fahren und dann hier mitten im pulsierenden Leben auf dem Dresdner Neumarkt bietet sich Ihnen eine wirklich, ich blende mal hier rum, also eine wirklich kolossale Kulisse, um dieses Wort zu verwenden. Und wir wollen in der heutigen Sendung etwas über Dresden sprechen, wir wollen über Sachsen sprechen. Es ist mir eine große Freude und Ehre, dass ich hier einen ausgewiesenen Experten vors Mikrofon bekommen konnte, der sich auch die Zeit genommen hat. Das ist Professor Emeritus für Politikwissenschaft der TU Dresden, Professor Werner Patzelt. Herr Patzelt, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Sie stammen aus Passau, leben in Dresden. Was ist Ihre Beziehung zu Dresden? Was ist das Faszinierende an Dresden? Dresden ist zunächst einmal meine zweite Heimatstadt. Ich bin hierher gekommen Anfang der 1990er Jahre, um hier das Institut für Politikwissenschaft an der Technischen Universität aufzubauen. Ich habe hier meine Frau kennengelernt, mein Sohn ist hier geboren. Hier ist mein persönlicher Freundeskreis, hier habe ich Wurzeln geschlagen, hier gehöre ich her, auch wenn ich natürlich weiterhin in meine Vaterstadt Passau auch gehöre. Hauptstadt der deutschen Romantik, das ist so ein bisschen eine frivole, schnelle, schnellschussartige Zuschreibung, die ich da gemacht habe. Kann man das sagen? Ist Dresden eigentlich die Hauptstadt der deutschen Romantik oder ist das einfach eine romantische Elblandschaft, die einen zu solchen Beschreibungen verleitet? Die deutsche Romantik ist so vielfältig, dass etliche Städte den Anspruch erheben können, die Stadt der deutschen Romantik zu sein. Jena gehört etwa dazu. Aber wahr ist, dass für die Malerei Dresden sehr wichtig gewesen ist. Hier hat Ludwig Richter im Elbtal viele von seinen berühmt gewordenen Bildern gemalt. Er lebte dann auch später in Meißen. Hier hat Caspar David Friedrich gemalt und viele von seinen Bildern hängen hier im grünen Gewölbe, beziehungsweise im ehemaligen grünen Gewölbe, jetzt in der Galerie Neue Meister. Und folglich ist die Stadt Dresden zwar als Barockstadt bekannt, sie liegt aber am Elbtal und das Elbtal mit dem Elbsandsteingebirge, das war tatsächlich einer der Traumorte der deutschen Romantik. Und ein Traumort ist auch der Ort, wo wir jetzt sind, mit dieser imposanten Kirche im Hintergrund. Es ist die berühmte Frauenkirche von Dresden. Was können Sie dazu sagen? Die Frauenkirche ist in Dresden ein bürgerschaftliches Projekt gewesen. Man wollte es nicht damit bewenden lassen, dass der Kurfürst sich ein schönes Schloss erneuert und dort ausstattet, dass dann später die katholische Dynastie dort eine katholische Kirche errichtet, auch architektonisch ganz besonders, mit einem Umgang durch das Hauptschiff oder um das Hauptschiff herum, um dort katholische von Leichnamsprozessionen durchführen zu können. Nein, das wollte die Bürgerschaft sich im Mutterland der deutschen Reformation nicht bieten lassen. Es musste eine eigene bürgerschaftliche Kirche her. Das ist dann die Frauenkirche geworden, an der Stelle eines gotischen Gebäudes, in dem übrigens Heinrich Schütz, der hier Domkapellmeister oder Hofkapellmeister gewesen ist, begraben war. Sein Grab ging leider Gottes, geriet in Vergessenheit. Und da errichtete die Bürgerschaft dieses imposante Gebäude, ziemlich einzigartig in seiner Architektur, nicht nur ein zentrales Bau, sondern mit einer steineren Glocke drüber, was damals schon so an die Grenzen des statisch Möglichen führte. Und beim Wiederaufbau und bei der Rekonstruktion der alten Architektur gebührend berücksichtigt werden musste. Sie haben es angesprochen, Wiederaufbau. Dresden hat ja traurige Berühmtheit erlangt, auch über die Landesgrenzen hinaus, als eine Stadt, die sehr stark bombardiert und zerstört worden ist im Zweiten Weltkrieg. Wenn wir den Leuten, den Menschen, die Dresden nicht so gut kennen, wenn wir denen versuchen, etwas zu charakterisieren, was das für eine Stadt ist, was würden Sie da sagen? Ist das eine Handelsstadt? Ist das eine monarchische Metropole der Prachtentfaltung? Welche Einflüsse spielen da zusammen? Der schönste Satz stammt von den Sachsen und die spielen auf die drei sächsischen Städte an. Und da lautet die Aussage so: Das Geld wird in Sachsen in Chemnitz verdient, in Leipzig vermehrt und in Dresden, der Residenzstadt, verprasst.
Und das ist ungefähr der Charakter von Dresden. Es ist die Stadt der Künste, aber der vom Hof geförderten Künste, anders als in Leipzig, wo die Bürgerschaft selbst Träger des Kulturlebens gewesen ist. Man merkt Dresden den Residenzcharakter bis heute an. Und freilich hat Dresden auch ein schönes Los getroffen. Es liegt wunderbar mit seinem Dreiklang aus Fluss und Bergern außen herum hier am Flussufer und hat die Geschichte mit zwei großen Zerstörungen überdauert. Das eine war die Zerstörung im Siebenjährigen Krieg, wo die Preußen schon viele Dresdner Kirchen zerschossen haben. Und das andere ist die Zerstörung am 13. Februar 1945. Gerechterweise wird man hinzufügen müssen, dass Dresden nicht die am meisten zerstörte deutsche Stadt gewesen ist. Pforzheim, eine alte Reichsstadt, ist wesentlich stärker getroffen worden. Würzburg wurde zerstört, Nürnberg bis zur Unkenntlichkeit verändert, auch durch den Wiederaufbau. Dresden ist eine der zerstörten Städte, aber es ist halt die Stadt in der sowjetischen Besatzungszone gewesen, wo die sowjetischen Truppen dann ziemlich schnell mit dem Wiederaufbau der Barockarchitektur des Zwingers begonnen haben und wo man hier sozusagen Stadtbrache herum hatte. Wenn Sie noch einmal einen Schwenk machen, dann kann der Zuschauer sehen, dass hier lauter schöne, altanmutende Gebäude stehen. Keines von denen ist wirklich alt. Allesamt sind erst in den letzten 20, 25 Jahren wieder aufgebaut worden. Hier war ein Parkplatz, später eine Aufbewahrungsstätte für die Steine, die man aus der Frauenkirche geborgen hatte. Im Hintergrund stand die Ruine der Frauenkirche. Und es ist nur dem Einsatz der Dresdner Bürgerschaft zu verdanken, dass wir hier wirklich uns wieder heimisch fühlen können in jenem Dresden, das vor der entsetzlichen Nazizeit hier gestanden hat. Und ist, glaube ich, darf man sagen, ein geglückter Wiederaufbau. Ist doch eine wunderschöne Oase jetzt hier mit vielen Leuten, die sich offensichtlich wohlfühlen. Sommerliche, eben florentinische Stimmung, könnte man fast sagen. Der beste Beweis dafür, dass der Wiederaufbau gelungen ist, besteht darin, dass früher der Altmarkt über die Straße von uns aus gelegen, das Zentrum des Innerdresdner Freizeitverhaltens gewesen ist. Das hat sich hier auf den Neumarkt verlagert, weil hier einfach die Architektur geglückt ist. Freilich, es gibt in Dresden die Spaltungen, wie es sie in Frankfurt beim Wiederaufbau des Römerberges auch gab oder wie es in Potsdam gibt bei der Wiederherstellung der Innenstadt. Darf man denn etwas, was im Krieg zerstört ist, wieder aufbauen? Leugnet man dann nicht schlimme Zeiten und die eigene Verstrickung? Mir scheint, die richtige Antwort ist, die Architektur selbst hat nicht die Nazis hervorgebracht und die Bomben auf sich gezogen. Die Architektur ist, wie sie ist. Sie ist auch sozusagen nicht als Architektur das Original. Die Pläne sind das Original. Man kann sie mit handwerklichem Können wieder nachvollziehen. Und so hat Dresden sich hier ein Stück seiner Vergangenheit wieder beschafft. Und die Dresdner freuen sich darüber genauso, wie das die Frankfurter inzwischen mit dem Römer tun und mit der Wiederherstellung der alten Kaiserstraße zwischen dem Römer und dem Kaiserdom. Ich bin ja ein bekennender Sachsen-Befürworter, ein Sachsen-Versteher und mir hat der Freistaat Sachsen immer imponiert. Sie haben Chemnitz angesprochen, eine alte Industriestadt, eine Eisenbahnstadt. Nun ist Sachsen immer wieder in den Fokus gerückt worden, auch der Medien in Deutschland. Man hat hier mit allerlei unfreundlichen Pauschalisierungen diesen Freistaat, auch die Bevölkerung charakterisiert. Können Sie dazu etwas sagen, was ist die Mentalität der Sachsen? Was sind die großen Missverständnisse, die da in den Medien kolportiert werden über Sachsen, über Dresden? Vielleicht sollte man vorausschicken, dass gleichsam das Verhängnis von Sachsen schon damit anfing, dass man sich hier eine absolute CDU-Mehrheit zulegte und sie über zwei, drei Wahlperioden hinweg auch beibehielt. Das gehörte sicher nicht, weil er das bundesdeutsche System, die Errungenschaften der sich sozialdemokratisierenden DDR kaputt gemacht hat. Die Sachsen wollten einfach nicht ein neues sozialdemokratisches Experiment wagen und haben leider Gottes die CDU gewählt. So fing sozusagen die Negativgeschichte über Sachsen an. Sachsen ist tatsächlich eine Erfolgsgeschichte geworden. Der erste Ministerpräsident Kurt Biedenkopf hat es gut verstanden, auf der Klaviatur des sächsischen Selbstbewusstseins zu spielen. Und inzwischen sind die Sachsen von Jammerossis, was hat man mit uns nur veranstaltet, zu sehr stolzen Ostdeutschen geworden, die sich eher darüber beklagen, dass der Rest der Bundesrepublik das hier Geleistete nicht so richtig zur Kenntnis nimmt. Und das wiederum schlägt die Brücke zwischen den beiden Negativgeschichten über Sachsen. Am Anfang waren es die Sachsen, die leider Gottes den dicken Kohl und seinen König Kurt in Sachsen gewählt haben. Später waren es die Sachsen, welche gegen das Regiment von Angela Merkel aufbegehrt haben, bei den Pegida-Demonstrationen, durch das Wählen der AfD, die sozusagen aus der Reihe
Reihe getanzt sind und behauptet haben, sie wären sozusagen die Sachwalter eines weiterhin vernünftigen Deutschlands. Das wollte man Außer von Sachsen nicht glauben, war auch nicht so, denn weder war Pegida mehr als eine politische Eintagsfliege, die freilich eine große Ventilfunktion hatte, noch kann man der AfD zuschreiben. Ausgerechnet sie würde tatsächlich eine Alternative zum verbesserungswürdigen bestehenden System darstellen. Aber mit all dem ist Sachsen verbunden worden. Der Spiegel ging sogar so weit, eine Titelgeschichte über den gescheiterten Staat Sachsen zu machen. Und das alles ist, wie es Mark Twain einmal, wenn ich mich recht entsinne, über sich sagte, dass nämlich die Vorhersagen über seinen Tod leicht übertrieben werden. Ja, das, glaube ich, kann man so sagen. Interessant auch vielleicht eben die Mentalität der Sachsen. Sie sind ja gleichsam ein Sachse mit Migrationshintergrund, könnte man sagen, hier heimisch geworden und familiär verwurzelt. Was zeichnet die Sachsen aus? Was ist das für ein Volk? Die Sachsen gibt es so nicht. Sie sind schon sehr unterschiedlich. Leipziger ticken anders als Chemnitzer Leute, im Vogtland anders als Leute aus der Lausitz, die ja lange Zeit böhmisch gewesen ist. Was den Dresdner Schlag ausmacht, den ich mit am besten kenne, kann man sagen, in Dresden war eine der Hochburgen des Kulturbürgertums zu DDR-Zeiten, freilich in Leipzig genauso. Es ist in Dresden noch eine gewisse Residenztradition da. Man legt Wert auf eine anständige, nette, den Leuten höflich begegnende Obrigkeit. Dann ist man auch untertänigst bemüht, sich mit ihr in ein, wie es in Sachsen heißt, bonfortiöses Leben einzurichten. Aber es neigern die Dresdner, genauso wie die Leipziger, wie andere Sachsen, zum Aufbegehren, wenn man ihnen ausdrücklich gegen das kommt, was sie selbst für richtig und gut halten. Also es ist eine Mischung aus sich einfügen in eine gute Zustandsbeschreibung und gute Zustände, ein sich einhausen in einer bürgerlich getragenen, kulturchristlichen Tradition und zugleich eine bodenständige Aufsässigkeit, wann immer fremde Vögte oder arrogante eigene Obrigkeiten auftreten. Im Westen gibt es ja interessanterweise immer wieder Kommentare, man liest das in der FAZ, auch im Spiegel, Süddeutsche Welt, da wird den Sachsen, auch den Ostdeutschen generell, so etwas die Demokratiefähigkeit abgesprochen. Man sagt dann immer, ja, die haben halt keine Demokratie erlebt, darum brauchen die da ein bisschen Nachhilfeunterricht. Man beobachtet aus der Schweiz heraus immer so eine gewisse Überheblichkeit gegenüber den neuen Bundesländern, den ehemaligen DDR-Bürgern. Ist diese Überheblichkeit noch stark ausgeprägt? Was sagen Sie dazu? Ist sie gerechtfertigt? Darf der Westdeutsche dem Ostdeutschen sagen, ja, ihr habt ja noch nicht so viel verstanden von Demokratie? Ich finde das ja persönlich eher etwas bizarr, um nicht zu sagen fürchterlich, wenn solche Vorurteile da herumgeistern, aber Sie sind der Experte. Vorausschicken muss man, dass westdeutsche Überheblichkeit weder angemessen war, noch angemessen ist, noch jemals angemessen sein wird. Sie ist aber gleichwohl praktiziert worden. Man muss dann freilich anfügen, dass es nach dem Ende der DDR ja schon auch so war, dass der Zustrom von Westdeutschen, die hier Wirtschaft aufgebaut haben oder dazu ihren wesentlichen Beitrag in Leitungsfunktionen leisteten, dass der Beitrag von Westdeutschen bei der Aufbau der sächsischen Staatsverwaltung schon ein sehr wichtiger gewesen ist. Man wird schon auch anfügen dürfen, dass das Aufbegehren gegen die DDR-Diktatur nicht schon dazu in die Lage versetzt, so etwas Kompliziertes wie eine Demokratie einfach zu tragen. Es ist bis heute der Anteil von Parteimitgliedern in Ostdeutschland wesentlich geringer als im Westen, der Anteil von Bürgern, die in zivilgesellschaftlichen Vereinigungen sind, wesentlich geringer und vielfach gleichen Ostdeutsche heute noch sozusagen gut geschüttelten Champagnerflaschen, die man öffnet und dann schäumen sie über. Aber zu all dem wird man auch noch hinzufügen müssen, dass es schon einen Unterschied macht, ob man über Ostdeutsche aus dem Jahr 1990 oder 2000 oder 2022 spricht. Die nachgewachsene Generation ist voll und ganz unter bundesdeutschen Bedingungen sozialisiert worden. Hier kann man genauso Demokratie praktizieren wie anderswo. Nur, und das sei die Schlussbemerkung dazu, ist es einfach so, dass Ostdeutsche und Sachsen manches eben anders sehen als Leute aus Hamburg, aus dem Rheinland oder aus Schwaben. Und viele haben den Eindruck, nur wenn Ostdeutsche politisch genauso ticken wie die Mehrzahl der Westdeutschen, dann sind sie in der bundesdeutschen Demokratie angekommen. Und das ist mit Verlaub ein Irrtum. Zur Demokratie gehört die Vielfalt der politischen Sichtweisen. Und wenn Westdeutschen nicht passt, wie Ostdeutsche denken, dann ist das nicht die Schuld der Ostdeutschen.
Was sollten die Politiker tun, um diesen Graben in Deutschland endlich zuzuschütten? Kann man das oder ist das eine historische Aufgabe? Muss sich das auswachsen? Ist das eine Frage eher von Befindlichkeiten als von bewussten Handlungen? Was kann die Politik machen, um hier diesen Röstigraben, würden wir in der Schweiz sagen, den imaginären Röstigraben, den Sachsengraben zuzuschütten? Auch hier muss man etwas vorausschicken. Der Freistaat Bayern oder Bayern, zuvor Königreich, Herzogtum, Kurfürstenwürde ausgestattet. Dieses Bayern ist älter als Deutschland, gehörte seit jeher zu Deutschland, ist seit der Reichsgründung von 1871 Teil von Deutschland, war nie abgesondert von Deutschland und gilt heute noch als etwas Merkwürdiges. In Bayern gehen die Uhren anders. Kann ein Bayer Bundeskanzler werden? Kann sich ein Deutscher in einem Bayern wiedererkennen? Die Debatten haben wir, obwohl es nie eine Trennung gab. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann verblassen doch die Unterschiede zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland sehr. Wichtiger sind inzwischen die Unterschiede zwischen Nord- und Süddeutschland als die zwischen Ost- und Westdeutschland. Wichtig scheint mir wäre es, davon auch nicht mehr allzu viel Aufhebens zu machen, sondern die Sache zu kontextualisieren, wie ich jetzt mit dem Beispiel von Bayern gemacht habe. Wenn in Bayern die Uhren anders gehen dürfen, warum bitte nicht in Sachsen ebenfalls? In der Schweiz gehen sie auch ein bisschen anders. Was ist Ihr Verhältnis als Politologe aus Dresden hier, sozusagen in Ihrer Wahlheimat? Wie sehen Sie die Schweiz? Wie wird die eigentlich wahrgenommen da in Dresden und in Sachsen, speziell jetzt durch Sie als Politologe? Was ist die Herausforderung Schweiz oder die Faszination der Schweiz aus Ihrer Sicht? Ich nehme als jemand, der sich mit Demokratie und Parlamentarismus und Parteien und Volksabstimmungen befasst, die Schweiz natürlich etwas anders war als der Durchschnittssachse, für den die Schweiz so furchtbar wichtig nicht ist. Was aber tatsächlich von der Schweiz für das deutsche politische System zu lernen wäre, das sind die Vorzüge von direkter Demokratie, von Volksabstimmungen, auch über Finanzfragen. Denn es ist einfach so, dass in der Schweiz wesentlich mehr politisch durchgesetzt werden kann, bis hin zu St. Gotthard Basistunneln, als in Deutschland, was ganz wesentlich damit zu tun hat, dass Schweizer das Gefühl haben, die Regierung hört auf sie und wenn die Regierung nicht auf sie hört, dann bringt man die Regierung dazu, dass auf die Bevölkerung gehört wird. Und an dieser Stelle merkt man, wie irrational manches in Deutschland ist. In Deutschland behaupten manche Kollegen, man lege die Axt an die Wurzeln der deutschen Demokratie, wenn man Volksabstimmungen einführen würde. Ein Schweizer kann einem solchen Menschen im Grunde nur den Vogel zeigen und recht hat er damit. Oder schmunzeln, wenn man das hört. Also wenn ich Ihnen da ganz genau lausche, dann kann die Forderung nur lauten für Deutschland, mehr Schweiz wagen. Mehr direkte Demokratie wagen. Man kann Schweiz nicht in Sachen Hochgebirge wagen, dafür sind unsere Hochgebirge zu spärlich und auch nicht ganz so hoch wie das Matterhorn und nicht so spektakulär. Aber Instrumente direkter Demokratie sollten wir umfangreicher einfügen. In Deutschland haben wir sie auf der kommunalen Ebene, aber häufig auch in einer sehr unstimmigen oder unschlüssigen Weise. Sie fehlen uns weitestgehend auf der Landesebene, dort funktionieren sie nicht und auf Bundesebene haben wir sie so gut wie gar nicht. An dieser Stelle sollten wir uns für die Verbesserung repräsentativer Demokratie durch die Möglichkeiten direkter Demokratie die wirklich öffnen. Und das ist ein Thema, das ich schon seit Jahren verfolge und gewiss auch noch während der Jahre meines Ruhestandes verfolgen werde. Dann behellige ich Sie gleich mit der nächsten steilen These. Ich habe kürzlich auf Weltwoche Daily einmal die Idee präsentiert, dass im Grunde die historische Mission Deutschlands darin bestehe, zu verschweizern, direkt demokratisch zu werden, neutral zu werden und ein neutrales Europa zu bauen als Bufferzone, bewaffnet, selbstverteidigend, als Bufferzone zwischen den Großmächten Amerika, China, Russland. Eine Idee, die natürlich in deutschen Ohren vielleicht etwas radikal klingt, für mich aber so etwas wie die zwingende Konsequenz auch aus der deutschen Geschichte. Magna Helvetia, wäre das kein Modell für Deutschland, für die Europäische Union? Dass die Schweiz ihre Eigentümlichkeiten pflegen kann, hängt ganz wesentlich damit zusammen, dass sie eingebettet ist in ein Europa, das die Schweiz relativ wenig behelligt hat. Nicht einmal im Zweiten Weltkrieg ist die Schweiz, obwohl sie sich darauf vorbereitet hatte, von den Nazis behelligt worden, weil sie andere Leistungen anzubieten hatte, etwa beim Handel mit anderen neutralen Staaten und so weiter. Das ist aber für Deutschland in Europa nicht der Fall. Deutschland ist einfach, ohne Schweiz jetzt kränken zu wollen, im Vergleich zur Schweiz wesentlich wichtiger für Europa. Von Deutschland hängt die gesamte politische Architektur Europas ab.
sodass man nun die Sache auseinanderziehen muss. Ein neutrales Deutschland in der Mitte Europas ist ein schwarzes Loch, das alles andere sozusagen ins nicht länger Funktionieren hineinzieht. Deutschland muss vielmehr in Europa eine Führungsrolle übernehmen. Es muss wissen, wie es politische Ordnung auf diesem Kontinent von Portugal bis ins Baltikum hineinschafft. Und die andere Denkweise, die das sozusagen ganz Europa verschweizen muss, ja, das bläst nun einen im Kleinen reizvollen Gedanken ins politisch Unerhebliche auf. Denn Europa ist wiederum auch zu wichtig, als dass Europa sich zwischen den neuen Großmächten auf die Rolle einer behüteten, da in ihren Leistungen geschätzten Schweiz zurückziehen könnte. Nein, viel besser beschreibt wohl eine alte Redewendung aus dem 19. Jahrhundert die Aufgabe Deutschlands. Der Historiker Heinrich von Treitschke meinte damals, das übergroße Königreich Preußen müsse in Deutschland aufgehen. Und in Deutschland aufzugehen, das sei Preußens Beruf. So könnte man sagen, in Europa aufzugehen, das sei Deutschlands Beruf. Das trägt natürlich auch das Argument viel zu weit. Es braucht einfach ein vernünftiges, selbstbewusstes, aber um seine Grenzen wissendes Deutschland in der Mitte Europas, damit einfach in dem Konzert der europäischen Staaten eine gewisse Ordnung beim Aufführen der Europäischen Symphonie hervorgebracht werden kann. Möglicherweise inspiriert von der Schweiz. Lieber Herr Professor Patzelt, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich rücke uns zum Abschied noch gemeinsam ins Bild. Ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen, für diesen Tour d'Horizon hier durch die sächsische Geschichte aus Dresden mit einigen europäischen Seitenaspekten und Weiterentwicklungen. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie dabei gewesen sind, und Ihnen noch einmal, Herr Professor Patzelt, für Ihre sehr luziden und auch vergnüglich anzuhörenden Ausführungen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bleiben Sie auf unserem Kanal, es ist ja laufend wieder was Neues drauf. Verpassen Sie nichts, was wir Ihnen von den verschiedenen überraschenden Schauplätzen von Weltwoche Daily immer wieder präsentieren. Vielen Dank.